Wir sind heute hier vom Riders Collective und von der Gewerkschaft WIDA vor der WKO mit dem gesamten, also mit dem Verhandlungsteam für den Kollektivvertrag Fahrradboten, weil wir seit 246 Tagen keine Einigung finden bezüglich des Kollektivvertrags. Das heißt, die Leute haben bis heute keinerlei Erhöhung bekommen bei einer Inflation von 8,7%, von der wir ausgegangen sind letztes Jahr vor 246 Tagen. Und wir sind hier und warten auf einen neuen Verhandlungstermin, dass er mit uns spricht. Also wir kommen vor Ort, ja, und haben alles aufgebaut, damit wir endlich zu einer Einigung kommen. Ja. Wir wollen zumindest dasselbe verdienen wie letztes Jahr. Weil mittlerweile, also jetzt verlieren wir die ganze Zeit. Ja. Und die Angebote, die uns gelegt worden sind, sind einfach nicht akzeptabel. Wir arbeiten bei Vollzeit unter der Armutsgrenze. Und das kann man einfach 2024 nicht mehr akzeptieren. Das geht sich nicht mehr aus. Danke. Unsere Aktion hier ist dazu, wir fordern die Wirtschaftskammer auf, ihren goldenen Palast zu verlassen und mit uns Kollektivvertragsverhandlungen fortsetzen. Wir stehen bei 5,8% bei Ihrem Angebot, unsere Forderung 8,7% mit verschiedensten Rahmenbedingungen. Sie liegt nach wie vor am Tisch und wir fordern die Wirtschaftskammer mit dieser Aktion wirklich eindringlichst auf. Wir machen die Wege kurz, kommt herunter und verhandelt mit uns. Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen ein Einkommen zum Auskommen sichern. Ja, also wir haben hier jetzt aufgebaut unseren Verhandlungstisch. Wir liefern Essen, doch selber hungern wir, weil wie gesagt, wir arbeiten bei Vollzeit eigentlich unter der Armutsgrenze. Seit 246 Tagen, das war der erste Verhandlungstermin, gibt es immer noch keine Einigung, wir haben keinen neuen Termin. Die Angebote sind unter der Inflation, das heißt, wir verdienen weniger, als wir letztes Jahr noch verdient haben. Und würden wir dem zustimmen, würden wir auf die nächsten Jahre einfach nur verlieren. Ja, und wir verlangen eigentlich nicht mehr viel, muss man sagen. Wir reden schon gar nicht mehr von Lohnerhöhung, wir reden von Lohnanpassung, damit wir zumindest das verdienen, was wir verdient haben und nicht auch noch verlieren, dadurch, dass wir arbeiten. Eben, nehmt Platz an unserem Verhandlungstisch. Wir laden die WKO, die Vertreter der Wirtschaft ein, mit uns die Sozialpartnerschaft weiterzuleben, weil dafür sind wir eigentlich da.